Hallo, ihr lustigen Überlebenden da draußen und herzlich willkommen wieder zurück zu Dead Age. Wir sind hier immer noch nachts auf dem Highway unterwegs, mal wieder, und versuchen jetzt hier einen Eliminator gegen die Polizei. Tussi da, sehr gut. Die lag jetzt so ein bisschen am Boden. Jetzt können wir ihn hier angreifen, treffen ihn kritisch. Und, warte, was macht die Bremssalbe nochmal? Wir hätten auch alle Baller, ne? Oh, oder auch nicht. Das hat ihn ziemlich platt gemacht. Wenn ich das mal so hart sagen darf. Das kam überraschend. Okay, dann können wir sie nochmal einen auf Sunny machen, an Lydia. Und die steht wieder auf. Bam! Welle erledigt. Werkzeuge bekommen. Gibt es 12. Ich bin am Überlegen. Ja, das sollten wir echt tun. Einmal einen Kuchen zu benutzen. Und einen Kuchen zu benutzen. Das kann ich komischerweise nicht benutzen. Wie kann ich diese Regenerationsspritze einsetzen? Gar nicht. Keine Ahnung. Fehlt wahrscheinlich einfach noch irgendwie ein Skill. So, jetzt haben wir hier wieder so einen Polizist. Und nochmal eine untote Polizistin. Wer ist der Unangenehmste? Es ist eigentlich völlig egal. Aufgebrachte Streuner. Wir machen jetzt erstmal hier Kampfbereitschaft mit Jack. Mal unkonventionelle Moves. Und auch du machst Kampfbereitschaft. Ah ne, warte mal. Das könnte jetzt lustig werden. Oh, wir sind geblendet, aber das haben wir geblockt. Und jetzt können wir gegen ihn hier Bösartigkeiten austeilen. 88 Schaden, trotz entsprechender Ineffizienz, finde ich einen sehr, sehr guten Wert. Moment. So, einer ist schon mal weg. Das war mir wichtig. Jetzt gehen wir auf die untote Polizistin. Durchbrechen sie. Ja, die werden wir nicht so leicht umhauen. Aber jetzt. Warte, gucken. Lydia braucht schon wieder Heilung. Was macht die Frau mit ihrer Gesundheit? Die ist einfach drauf, ne? Von Anfang bis Ende. Die ist einfach drauf. So wie wir sie kennengelernt haben. Ihr Leben ist Rock'n'Roll. Bam! Patronenhülsen sind sinnlos. Ah! Ein bewachtes Militärlager. Wir versuchen uns reinzuschleichen. Wer könnte das tun? Lydia hat die größte Chance. Ah, und sie greifen uns an. Es ist ein Hinterhalt. Scheiße. Au. Au. Wie ungeil. Tja, der muss weg. Kopfschuss. Er ist ein bisschen gelähmt jetzt. Boah, und der blockt natürlich 2 Schuss davon. Aufladender Schuss. Beinschuss auf ihn. Macht gut Schaden. Und Sturmgewehr. Ne, warte mal, brennende Salve. Ach ne, das sind zufällige Gegner. Das ist natürlich scheiße. Aber der ist jetzt weg. So, der macht es dann auf Zurückschießen. So, jetzt können wir den hier nämlich wegklatschen. Schieß doch zurück. Aua. Schwächender Schuss.
Okay, er schießt nur zurück. Das heißt, nur wenn wir schießen, schießt er. Na dann. Hast einen taktischen Fehler gemacht, Pappnase. Immerhin bekommen wir einen Softdrink. Den geben wir gleich mal Liz. Huch. Achso. Sollte ich auch erstmal nehmen, ne? Die Softdrinks machen jetzt eh den Kohl nicht fett. Eine Zombie-Anführerin. Entschuldigung. Wir kriegen den leider nicht raus, es sei denn... Doch, kriegen wir. Es sei denn, das funktioniert, was ich mir gerade gedacht habe. Hat die eine gute Rüstung? Nein, hat sie gar nicht. Dann hauen wir sie einfach so. Scheiße. Die blockt natürlich wie Hölle. Was für eine Blockschance hat die eigentlich? 18%. Nett. Nochmal neue Waffenteile. Nächstes Gebiet 14. Au! Das ist bloß ein Zombie-Cheerleader. Ach, warte mal, da war ja was mit dem Typen, ne? Die darf ich nicht angreifen, sonst gibt es jedes Mal einen Bösewicht dazu. Deswegen greife ich jetzt erstmal sie an, bis wir den Beinfeger haben. Boah, machen die einen Schaden! Zack. So, Lydia braucht auf jeden Fall Heilung. Schon wieder braucht Lydia Heilung. Also ich glaube, zum Boss kommen wir hier definitiv noch nicht. Das sehe ich momentan einfach nicht. So, der steht wieder auf. Boah, wie oft krittet der denn? Der hat jedes Mal gekrittet bei 15%. Meine Fresse. Nochmal Kleidungsstücke. Ah, ich bin echt am Überlegen. Ach Gott. Oh Mann. Und hier kann man natürlich nicht wieder zurückgehen, wisst ihr? Wir versuchen sie natürlich immer zu überreden. Und klappt das? Also gut. Wir dürfen durch. Untote Polizistin, Zombie-Cheerleader. Noch können wir weitergehen. Aber ich habe momentan einfach nicht vor, den Boss anzugreifen. Nur dadurch, dass wir jetzt hier einen Cheerleader haben. Wir können erstmal hier kräftig auf den Cheerleader rumtrommeln, während wir die untote Polizistin jetzt hier mal durchbrechen. Oh. Au! Das war unangenehm. Bäm. Und Bäm. Das Blenden scheint jetzt nicht so effizient zu sein, wenn ich mal hart sein darf. Wieder ein Softdrink. Den bekomme ich von Lydia. Und ein leerstehendes Auto. Wir versuchen den natürlich wieder zu öffnen. Liz, komm, versuch dein Glück. Verbandszeug. Gut. Oh, das sind jetzt aber viele. Das... Nee, da kriegen wir zu viel Schaden. Es bringt auch eh nichts mehr. Wir schaffen es eh nicht bis zum Boss. Wir kehren zurück. Wir haben genügend gefunden. Tag 21. So, Zusammenfassung des Tages. 13 Materialien und 3 Werkzeuge. 6 Nahrung erjagt, aber 9 verbraucht. Ein Werkzeug verbraucht. Eine Gruppe Punks hat das Camp angegriffen. Oh, fuck. Okay, es ist eher eine Punkerin und ihr Hund. Ah, okay. Hauptsache, wir können ihr ein bisschen wehtun. Scheiße. Lebt ja immer noch.
Ton ist echt hart, ey. Also die Punks sind wirklich nicht ungefährlich. Schon zwei sind wirklich unangenehme Gegner. Ja, der blockt natürlich den Eliminator. Ja. Und erledigt. Nochmal eine Sanitätermunition. Das finde ich gut. So, wir haben die Punks zurückgeschlagen. Tagbrichter in 20% Regeneration. Das war heute nah in einem Krieg. Die Punklager wurden zerstört. Die Bedrohung der Punks sollte gemindert sein. Aber die Schlacht gegen die Punks wird sich herumsprechen. Früher oder später kommen sie und versuchen, das Camp einzunehmen. Tja, meint der Sheriff. Hey Jack, mir ist da noch etwas eingefallen, was du wissen solltest, meint Jennifer. Ich weiß von einer Kollegin von mir, mit der ich auch noch Kontakt hatte vor einigen Tagen. Wie? Sie war in der Stadt, beschäftigt einige persönliche Dinge zu klären. Deshalb trennen sich unsere Wege, denn ich suchte eher einen Weg aus der Stadt heraus. Okay. Kann ich mir vorstellen, wenn man in der Gewalt der Punks war. Das hat sicher dazu beigetragen. Sobald der Sheriff einen Weg in die Stadt gefunden hat, sollten wir miteinander reden. Bis später. Warum nicht jetzt schon? Okay, wir reden jetzt schon. Besiege mit Jennifer den Major tagsüber. Unsere einzige Mission, die wir jetzt momentan noch haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Jennifer mitnehmen. Jennifer hat aber auch zum Glück sehr, sehr viele Lebenspunkte gerade eben. Das heißt, wir sollten Jennifer in die Gruppe aufnehmen. Aber dafür müsste ich erstmal jetzt jemand anders raustun. So, dich zum Beispiel. Ablegen. 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 Du legst auch das hier ab, weil du nämlich ins Camp gehst. So, Jennifer, wo bist du? Jenny, in die Party hinein. Dann kriegst du jetzt erstmal hier eine bessere Klamotte. Eine Mütze habe ich gerade leider nicht für dich. Ich habe nicht mal Socken für dich. Ausrüsten. Kannst du das überhaupt? Kannst du. Sehr, sehr gut. Liz bleibt da. Wie sieht's mit Hank aus? Hank hat für meinen Geschmack noch zu viel Schaden. Liz? Wo ist Lydia? Hallo, da ist Lydia. So, Lydia. Lydia, hä? Verstehe ich nicht. Ach so. Okay, ausrüsten. Kombinieren. Gut. Ich habe mich gerade eben schon gewundert. Alles klar. Party. Ich bin jetzt halt schon wieder mal am Planen, ne? Wir nehmen jetzt Jennifer mit, weil wir müssen ja mit Jennifer das machen. Der olle James will halt eigentlich auch mit. Wollen wir dieses weinerliche Kind mitnehmen? Ach, warum eigentlich nicht? Ich meine, der hat ordentlich noch Lebenspunkte auf der hohen Kante. Lydia könnte hier einfach mal Nahrung sammeln. Ja, wir lassen Lydia Nahrung sammeln. So, weg, weg, weg. Bist hier. Ist immer schon wieder hier am Rumplan, ne? Du kommst in die Party. Freu dich gefälligst, James. Ausrüsten. Ausrüsten. Und ausrüsten. Das hier nehmen wir auch noch mit. Was haben wir denn da noch Schönes? Hier nehmen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Munition mit, dass der genügend hat. Das kann der leider gar nicht brauchen. Jennifer hat 10 Stück dabei von den Dingern. Wir können damit nichts anfangen. Moment. Jennifer. Nein, 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 nein. Alles gut. Jennifer hat 8 Munition. Ich glaube aber... Ja gut, wir sollten am Ende dann vielleicht hier dann die Munition später dann irgendwie kombinieren. Wenn wir dann in der nächsten Folge tatsächlich auf die Jagd nach diesem Major gehen. Gut, dann kannst du wieder mal das Lager bewachen. Bill macht immer noch nichts. So ein nutzloser Typ. Lydia sammelt Nahrung im Wald. Liz
und braucht eigentlich nicht unterstützen. Die kann allerdings mal nochmal ein Medikit herstellen. Wir selber, ja. Hank, wie gesagt, das. Der tut nichts. Jagen, Nahrung, okay. Alle haben eine Beschäftigung, außer Bill. Der gammelt lieber im Lager rum und weint, weil die Welt so hart und ungerecht zu ihm war. Kein Level Up, kein Level Up, kein Level Up, kein Level Up. Okidididokidi, dann gucken wir nochmal in den Shop rein. Gibt es neue Waren? Nein, erst in 2 Tagen. Dann gehe ich nochmal in die Bar. Besiege mit Jennifer den Major. Wir reden nochmal mit ihr darüber. Ach nee, das hatten wir schon. Okay, bis später. Gut, dann... Halt, nein, zurück. Dann gehen wir jetzt einfach wieder tagsüber auf den Highway. Und schauen mal, was wir da so vorfinden. Einmal mehr besuchst du den Highway. Dieses Mal müssen die Untoten das geringere Übel sein. Ein langer Marsch bis zum Major. Ein langer Marsch bis zu dem Major wartet. Ach so, so rum. So rum macht es grammatikalisch Sinn, ja. Ich hoffe, du bist bereit, Jack. Das wird kein Zuckerschlecken. Falls wir zu wenig Ausrüstung haben, könnte es knapp werden. Schau besser nochmal nach. Ja, mach ich schon, meine Liebe. Wir haben auf jeden Fall das große Medipack. Wir haben die kleine Regenerationsspritze, von der ich bis heute nicht weiß, was sie mir bringt. Wir haben einen Knüppel übrig. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Ich selber habe noch hier ein bisschen Pistolenmunition, wo ich gerade feststelle, dass ich die kombinieren kann. 8 von 10, 30. Okay, let's go. Fängt ja mal wieder ganz, ganz harmlos an mit so ein paar Pappnasen-Untoten. Die kriegen wir easy peasy weggeklatscht. Da kann sogar der weinerliche James mithalten. Bom, bom. Oh, sie blockt tatsächlich. Welche Überraschung. Nur für den Fall, dass er es nicht geschissen kriegt, sie umzubringen. Ich mobb den armen James gerade eben ein bisschen. Da muss er durch. Wieder eine leerstehende Raststätte. Wir versuchen sie natürlich zu plündern und finden 4 Nahrung. Ich finde es schade, dass man nicht mehr als 20 Nahrung haben kann. Finde ich sehr schade. Dass man wenigstens irgendwie so die Basis aufrüsten könnte, um mehr Nahrung zu haben. Das fände ich super. Halt. Ich breche den Schlipsträger, weil ich den in der nächsten Runde angreife. Beziehungsweise jetzt schon. Sehr gut. Ja, das ist so herrlich, wie wenig Schaden die machen. So, weg mit ihm. Und jetzt entledigen wir uns ihrer, aber das reicht leider nicht ganz. Ich würde auch mal gern nachts in den Wald gehen, aber momentan sehe ich einfach nicht, wie das gehen sollte. Dafür ist die Gruppe einfach noch nicht stark genug. Also meiner Meinung nach, ich kann mich auch irren. Bam. Oh, die blockt auch beim zweiten Schlag, so wie ihre Vorgängerin. Faszinierend! Die Animation ist so geil. Ich finde das so herrlich, wenn die so auf die Schnauze fliegen. Das sieht so super aus. Oh ja, schon wieder so eine Gruppe Überlebender. Wieder eine Gelegenheit, dass wir eine Waffe kriegen. Ja, hey, irgendwie Gangstergelaber, keine Ahnung, Beute abstauben und so weiter. Als Entschädigung gibt es ein großartiges Sturmgewehr. Nein. So, wir gehen einfach weiter. Ich will ja auch jetzt nicht unbedingt mit unnötig Schaden ankommen. So, Cheerleader hauen. Ihn durchbrechen. Ihn angreifen. Ja. Wir müssen halt demnächst mal wirklich den lieben Jack heilen. Wäre vielleicht jetzt mal an der Zeit. Sehr gut, ein kritischer Treffer. Das ist gut gemacht, Jack.
Okidoki. Und was kriegen wir? Ein paar Materialien. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Liebe Leute, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und ade.